zum Beispiel für das Don Bosco Jugendwerk in Sachsen. Das ist eine christliche Einrichtung der Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos, die sich besonders um junge Menschen kümmern. Hier leben Kinder und Jugendliche, die Probleme in der Familie haben. Es gibt eine Einrichtung für Jüngere und eine für Ältere in der Nähe von Chemnitz. Dort finden sie alle ein Zuhause. Also es bedeutet zum einen, dass man Hilfe bekommt, weil man es auch braucht. Dass man auch jetzt, sag ich mal, Schutz hat nach Leute, die um sich rum, die sich kümmern. Es ist jemand da, wenn du was brauchst oder so oder mal was wissen willst und ja, ist nie allein. Die Kinder und Jugendlichen finden hier einen Ort, an dem sie sich wohl und geborgen fühlen können. Ich habe ein Einzelzimmer und ja, ich habe halt hier einen Schreibtisch stehen, einen Schrank, ein Bett und der Rest ist halt alles von mir. Also ich habe was an die Wand gehängt, weil für mich ist es einfach so schöner, dass ich mein Zimmer gestalten kann, wie zu Hause. Lisa Glagowski ist dafür da, dass alles läuft. Sie leitet den Bereich der Jugendhilfe im Don Bosco Jugendwerk. Es ist halt sehr familienähnlich, weil die meisten das normale Familienleben einfach so nicht kennen. Dass da jemand ist, der sich kümmert, dass da jemand ist, der hinterher ist. Das kennen viele von zu Hause aus nicht. Die wurden sich wirklich selber überlassen und ne, guck doch mal, wie du kommst. Und hier ist einfach immer 24 Stunden rund um die Uhr jemand da, der sich kümmert. Hier können die Kinder und Jugendlichen gemeinsam Zeit verbringen, lernen sich gegenseitig zu helfen oder einfach Spaß haben. Hier können wir eben Tischkicker spielen und dann haben wir noch Spiele. Wir haben 8 Bewohner und wenn dann nachmittags 2 Mitarbeiter im Dienst sind und einer kommt und hat ein Problem und der nächste hat noch einen Termin und der dritte will irgendwie auch noch was erzählen, dann fehlt es tatsächlich an Zeit und an Personal, dass wir das alles so sofort abdecken können, wie wir es gern wollten. Also wir haben jetzt auch schon gekocht für heute oder vorbereitet, besser gesagt. Ich war heute dran mit Kochdienst. Wir machen heute Wraps, also liegen die schon bereit. Die machen wir nachher so ein kleines Buffet. Wir lernen von den Jungs und Mädels und die lernen natürlich auch von uns. Und da würde ich mir wünschen, dass das noch ganz lange so möglich ist. Die Erzieher sind sehr nett. Wenn wir sie brauchen, sind sie immer wieder da für uns. Die Mitbewohner sind freundlich, also allgemein das ganze Umfeld. Aber um den Jungs und Mädels einfach mal, wie man es vielleicht von zu Hause kennt, zu sagen, heute gibt es mal ein extra Eis oder wir machen heute mal einen Ausflug in den Freizeitpark. Das sind so besondere Aktivitäten, besondere Erlebnisse, die die bisher einfach nicht kannten. Ohne Spenden ist es fast unmöglich, die Arbeit so zu leisten, wie wir das gerne möchten und wie es die Jungs und Mädels auch brauchen. Sei auch du für andere da, indem du zum Beispiel etwas mit ihnen teilst. Mit deiner Spende an das Bonifatiuswerk unterstützt du Einrichtungen wie diese und kannst so Kindern und Jugendlichen Orte der Geborgenheit ermöglichen.